أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأتي بريدا أنشفاسا من الإسلام. آداب زيارة المريض. Verhaltensregeln beim Krankenbesuch. Das ist heute unser Thema. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Kranken besuchen möchte, sei er zu Hause oder im Krankenhaus? Gibt es Regeln im Islam oder kann jeder besuchen, wie er möchte, wann er möchte und tun, was er möchte? Die Antwort ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala für jede unsere Angelegenheit Regeln bestimmt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns gezeigt, was Allah zufriedenstellt. Es wurde überliefert in Sahih al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, 5 Dinge sind dem Muslim gegenüber seinem muslimischen Bruder Pflicht. Der Muslim hat gegenüber seinem muslimischen Bruder 5 Pflichten. Und dann erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Krankenbesuch. Wenn er krank ist, dass man ihn besucht, aufsucht, zu ihm geht und ihm dort hilft. Und einige Gelehrte, wie Sheikh Nathamin, sagen, dass diese Pflicht eine kollektive Pflicht ist. Das bedeutet, es ist verpflichtend, für einen Teil dieser Umma diesen einzelnen Bruder zu besuchen. Irgendjemand muss da hingehen von den Muslimen. Wenn keiner ihn nicht besucht, wenn niemand zu ihm geht, machen wir uns alle sündig. Deshalb ist es Pflicht für einen Teil der Muslime, einen Muslim ganz gleich, wo er ist, zu besuchen. Warum soll man ihn besuchen? Welche Weisheiten stecken dahinter? Nur kurz einige Punkte. Der erste Punkt ist, dass man dadurch diese Pflicht erfüllt hat. Der zweite Punkt, dass man gewaltigen Lohn bekommt, den wir gleich besprechen werden. Den dritten, dass man den Kranken in seiner Einsamkeit hilft, dass man ihm Gesellschaft leistet. Viertens, dass man ihm das Gefühl gibt, und beweist, dass wir wirklich eine Umma sind. Beweist, dass wir auch für ihn da sind, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er schwach ist. Der nächste Punkt ist, dass man die islamische Brüderlichkeit, die Geschwisterlichkeit stärkt. Dass man zeigt, dass wir ein Körper sind. Auch wenn du krank bist, gehörst du noch zu uns. Und der nächste Punkt ist, dass sowohl der Kranke daran erinnert wird, wie schwach er eigentlich ist und wie viel Gnade Allah ihm gegeben hat, wie gut es ihm doch ging. Und auch der Besucher sieht, in welcher Ni'ma er es doch ist. Deshalb kam es auch im Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns geraten hat, nicht auf diejenigen zu schauen, die über uns sind, in Dunya, sondern wir sollen auf diejenigen schauen, die unter uns sind. Diejenigen, die krank sind, diejenigen, die ärmer sind. Da sagte er, damit ihr Allahs Gnade nicht gering schätzt. Wenn du siehst, wie es einem Kranken geht, dass er sich kaum bewegen kann, dann sagst du Alhamdulillah. Dann wirst du nicht mehr jammern, dass du nicht so viel Geld hast. Und es würde gesagt, die Gesundheit ist eine Krone auf den Köpfen der Gesunden, die aber nur die Kranken sehen. Das ist ein altes Beispiel. Die Gesundheit ist eine Krone. Dass du gesund bist, ist eine Ni'ma, eine Krone, die auf den Köpfen der Gesunden sind.
Jeder Gesunde trägt diese Krone. Doch nur die kranken Menschen sehen diese Krone, wie gut es ihnen geht. Und deshalb sollen wir Allah noch mehr danken für unsere Gesundheit. Wer von uns dankt Allah, dass er aufrecht gehen kann, dass er essen kann, dass er trinken kann, dass er nicht sofort umfällt, dass er alleine auf Toilette gehen kann? Für uns Selbstverständlichkeit, normal. Für die Kranken eine Herausforderung. Wallahi, es hat sogar ein Gelehrter erzählt, dass er einmal ein Krankenhaus besucht hat und da hat ein Kranker so mit Scham: Sheikh, bitte eine Frage, bitte kurz. Bitte schön, ich muss kurz auf Toilette gehen. Kannst du mir helfen? Der Sheikh hat natürlich geholfen und hat Allah gedankt dafür. Dass Allah ihm gezeigt hat, dass es nicht selbstverständlich ist. Es gibt Leute, dessen Verdauungssystem nicht richtig funktioniert, die Hilfe braucht. Es gibt Leute mit andauernden Schmerzen, die viel schreien. Und wir sehen das nicht. Wir sehen nur diejenigen, der ist Millionär, der hat zwei Häuser, der hat das und das und das, ich habe gar nichts. Du hast sehr viel, Wallah. Nur bist du undankbar. Und deshalb geh ruhig ins Krankenhaus. Und bemerke, in welcher Gnade du lebst. Einige der Vorzüge des Krankenbesuches ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder, der einen Kranken besucht oder einen Bruder um Allahs Willen, den verkündet ein Rufer: Mögest du glücklich sein, möge dein Weg gesegnet sein und mögest du einen angenehmen Aufenthalt im Paradies bekommen. Jeder, der einen Kranken besucht, zu dem ruft ein Engel und macht für ihn Dua. Er sagt zu ihm: Tibta, tibta, wa taba mamshak, wa taba wa'ta, wa taba wa'ta min al-jannati manzila. Tibta, wa taba mamshak, wa taba wa'ta min al-jannati manzila. Möge Allah dir einen angenehmen Aufenthalt im Paradies geben dafür, dass du den Bruder besucht hast um Allahs Willen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch: Es gibt keinen Muslim, der morgens einen Muslim einen Krankenbesuch abstattet, ohne dass 70.000 Engel für ihn Bittgebete sprechen, bis zum Abend. Und wer ihn am Nachmittag besucht, sprechen 70.000 Engel für ihn Bittgebete bis zum Morgen. Und er erhält einen Garten im Paradies. Noch einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gibt keinen Muslim, der am Morgen einen Krankenbesuch abstattet, ohne dass 70.000 Engel Dua sprechen, Bittgebete sprechen, bis zum Abend. Auch wenn dein Besuch 5 Minuten war. Die Engel machen den ganzen Tag, bis es Abend wird, bis die Sonne untergeht, machen sie Dua für dich, Bittgebete. 70.000 die ganze Zeit lang. Wie viel schafft man in 12 Stunden Bittgebet von einem Engel? Nicht von einem Engel, von 70.000 Engeln. Und wer am Nachmittag hingeht, einen Kranken besucht, so sprechen auch 70.000 Engel Dua für ihn und er erhält einen Garten im Paradies. Und der Krankenbesuch ist nicht auf diejenigen beschränkt, die man kennt. Vielleicht wird der eine oder andere sagen: Ich kenne momentan niemanden, der krank ist. Nein, du kannst sehr wohl auch diejenigen besuchen, die du nicht kennst. Denn der Islam hat dich zu
einem Mitglied einer großen Umma gemacht. All das sind seine Brüder und Schwestern im Islam. Du kannst ruhig ins Krankenhaus gehen. Und ich bin sicher, dass du sehr viele Muslime treffen wirst, die niemand besucht. Vielleicht wirst du den einen Mustafa Haji sehen, der alleine nicht gehen kann, dem du kurz die Krücke reichen kannst. Vielleicht wirst du einen anderen Jungen finden, der sich auch etwas gebrochen hat und dem du vielleicht ein Glas Wasser geben kannst. Vielleicht wirst du einen anderen Bruder finden, dem du einfach nur Gesellschaft leistest, weil kein einziger Muslim ihn besucht hat, sondern andere Nicht-Muslime ihn besucht haben und ihm die Bibel gegeben haben und ihm etwas von Jesus Christus erzählt haben. Das ist eine Fitna, wenn Muslime dich im Stich lassen. Es ist sogar erlaubt, dass man Nicht-Muslime besucht. Ja, du kannst ruhig ins Krankenhaus gehen und zu Hans und Peter und so weiter gehen. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat seinen Onkel besucht, Abu Talib, als er im Sterben lag und krank war. Und es ist überliefert in Sahih Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen jüdischen Jungen besucht hat, der krank war. Und er ist zu ihm gegangen und hat zu ihm gesagt, hat sich zu seinem Kopf gesetzt und hat Dawah gemacht und hat zu ihm gesagt, nimm den Islam an. Da schaute der Junge hoch zu seinem Vater. Der Junge schaute zu seinem Vater, der auch Jude ist, und fragte ihn sozusagen mit den Blicken. Und der Vater sagte, hör auf Abul Qasim, hör auf ihn. Und der Junge wurde Muslim. Da ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus dem Haus gegangen und hat gesagt, Alhamdulillah, der ihn durch mich vom Höllenfeuer gerettet hat. Alhamdulillah, der ihn durch mich vom Höllenfeuer gerettet hat. Wenn du also nicht Muslime besuchen möchtest, kannst du das gerne tun. Wenn du eine Absicht hast für Dawah, wenn du zeigen möchtest, dass der Islam barmherzig ist und nichts mit Terror zu tun hat, wenn du zeigen möchtest, dass wir auch Nächstenliebe haben, dann darfst du das tun für Dawah und für andere gute Absichten. Ein weiterer Punkt, den du beachten musst, vielleicht ist es einer der wichtigsten Punkte für uns, wenn wir jemanden besuchen möchten, ist, gestalte deinen Besuch angenehm für den Kranken und seine Familie. Was bedeutet das? Komm nicht jeden Tag den Bruder besuchen. Geh nicht jeden Tag hin, es sei denn, er wünscht sich das ausdrücklich. Bleib nicht zu lange bei ihm. Es gibt Leute, die gehen morgens hin und gehen erst Mitternacht raus, machen Picknick bei denen. Und der Arme hat Schmerzen. Der Arme muss auf Toilette. Der Arme möchte nicht in diesem Zustand gesehen werden. Der Arme ist bettlägerig, liegt die ganze Zeit im Bett, kann sich nicht bewegen, sieht schlimm aus. Er braucht Ruhe, er braucht Schlaf. Und die Leute Spiel und Spaß und Lachen und Kinder turnen. Er möchte nicht, dass du siehst, wie er leidet. Er möchte nicht, dass du vielleicht seine Wunden siehst. Vielleicht ist seine Aura nicht bedeckt. Vielleicht hat er Urin und Kot, weil er bettlägerig ist. Das musst du nicht sehen. Und wenn du schon dahin gehst, dann sollst du deinen Blick senken. Schau nicht, blicke nicht auf Dinge, die man nicht sehen sollte. Das ist was Wichtiges.
komm zu einer passenden Zeit. Komm zu einer passenden Zeit, weder zu früh noch zu spät und noch zu viele Personen. Und das alles solltest du tun in Absprache mit dem Kranken oder seiner Familie. Möge Allah uns noch mehr Wissen geben und in die Tat umsetzen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ein weiterer Punkt, den du beachten solltest, hilf dem Kranken. Hilf dem Kranken, wenn du hingehst. Frag ihn, was er braucht. Vielleicht, dass du vorher anrufst und fragst, was man mitbringen kann. Vielleicht hat er keine richtige Kleidung, hat keine Utensilien, braucht ein Deo, braucht eine Zahnbürste, was auch immer. Was kann ich mitbringen? Was kann ich zu essen mitbringen? Manche bringen Essen mit, dass der Kranke nicht essen darf. Er bringt den Döner mit und er darf nicht essen. Dann isst er ihm einen vor und der Kranke wird noch kranker. Das gehört sich nicht. Was darfst du essen? Das bringe ich dir gerne mit. Vielleicht darf er momentan überhaupt nichts essen. Er hatte gerade eine OP. Vielleicht darf er nicht Salziges, nicht Süßes, er hat Diabetes. Frag, was du mitbringen kannst. Zeig ihm, und das ist das Wichtigste überhaupt, zeig ihm, wie er beten kann. Wie kann ein Kranker beten? Das muss man erstmal selber können, um es ihm beizubringen. Deshalb ist das Wissen, was man hat, was man lernt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Wie betet ein Kranker, der nicht richtig sitzen kann, der nur liegt, der nicht sich zur Qibla wenden kann, der kein Wudu, keine Gebetswaschung vollziehen kann, mit Tayammum zum Beispiel, mit Tayammum. Zeig ihm die Gebetsrichtung. Es gibt Leute, das ist schwierig, da die Gebetsrichtung zu finden. Dann betet man, in welcher Richtung man denkt, dass es ist. Natürlich darf man sich nicht schämen. Wenn eine Krankenschwester kommt, dann kannst du fragen, wo ist Norden, Osten, Süden, Westen? Na, Norden ist da. Dann weißt du, wo die Qibla ist, im Südosten. Wenn da Norden ist, dann weißt du, wo Südosten ist. Aber ich habe mich geschämt zu fragen, ist haram. Zeig ihm, wie er betet. Bring ihm Sand mit für Tayammum. Eine Vase zum Beispiel mit Blume. Anstatt du es in eine Blume mitbringst, die schnell verwelkt, bring ihm Blumentopf mit, dann kann er wenigstens noch Tayammum machen. Sag schöne Worte. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du dahin gehst, einen Kranken zu besuchen, dann sollst du Gutes reden oder schweigen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns empfahl. Denn frag nicht nach Details der Krankheiten. Was hast du genau? Und dann spielst du den Arzt. Ich glaube, das ist so, du hast so und du hast Krebs, du wirst sterben. Ja? Das darfst du nicht machen. Du bist kein Arzt. Ah, subhanallah, miskin. Ein Verwandter von mir hatte die gleiche Krankheit. Der hat so gelitten. Der hatte nur Schmerzen überhaupt. Und ist gestorben plötzlich, aber ganz schlimm. Auch wenn das so sein sollte, wenn er Krebs hat im Endstadium, darfst du das nicht sagen. Sag Gutes. Du siehst gut aus, mashallah. Inshallah wirst du bald gesund. Wir freuen uns auf dich. Die Umma, die Moschee. Wir freuen uns, dass du bald wieder kommst. Sag Gutes. Oder schweig. Mach ihm Hoffnung und gute Nachrichten. Gib ihm gute Nachrichten. Erzähle ihm etwas Schönes, was ihn erfreut. Er hat genug Leiden, er hat genug Schmerzen. Und
ermahne ihn, dass er geduldig sein soll. Und erzähle ihm die Beweise, die du kennst, über den Lohn derjenigen, die geduldig sind. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und das ist abschließend, legte, wenn er einen Kranken besucht hat, Dua zu sprechen. Und das ist eines der schönsten Dinge, die du machen kannst. Wenn du Bittgebete für den Kranken sprichst. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte zum Beispiel, La ba's tahuran insha'Allah. La ba's tahuran insha'Allah. Er sagte, La ba's, kein Leiden soll dich treffen. Du sollst schnell wieder gesund sein. Mögest du schnell wieder gesund sein, tahuran bedeutet, möge Allah deine Sünden reinigen, dieser Kranke. Mögest du sündenlos wieder aufstehen. Insha'Allah, so Allah will. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, wenn er ein Dua sprach. Und dann wiederholte er es dreimal. Es überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal gesagt hat, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Deshalb, ein Dua dreimal zu wiederholen, ist eine gute Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn jemand krank war, dass er seine Hand auf die Stelle legte, die dem Kranken wehgetan hat. Und er sagte dieses Dua. Er sagte, أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. Er sagte, أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. Bedeutet, nimm das Leiden, o Herr der Menschen, und heile ihn, denn du bist der einzig Heilende, denn deine Heilung lässt keine Spuren der Krankheit zurück. Das ist etwas Schönes, was man sagen kann und machen kann, wenn man einen Kranken besucht, vor allem von der Familie. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte noch dieses Dua, damit möchte ich abschließen. Er sagte, wenn wer einen Kranken besucht, dessen Lebenszeitende noch nicht gekommen ist, und der dieses Dua jetzt spricht, dem wird Allah heilen. Wer einen Kranken besucht und dieses Dua jetzt spricht, was ich euch gleich sage, so wird Allah diesen Kranken von dieser Krankheit heilen. Hundertprozentig. Er sagte, und das ist sehr einfach auch zu lernen, wer siebenmal sagt, Es'alullah al-Azim, رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك Siebenmal sagt man das vor dem Kranken, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Allah wird ihn heilen von dieser Krankheit. Möge Allah uns auch heilen von unseren Krankheiten. Möge Allah die kranken Muslime heilen. Möge Allah unsere Herzen heilen. Möge Allah unsere Umma heilen. Möge Allah die Liebe zwischen uns mehren. Möge Allah uns helfen, das, was wir gelernt haben, umzusetzen. Möge Allah uns das Paradies geben und uns von der Hölle befreien. Amin, amin. Alhamdulillah, rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam, wa barakallahu alaihi wa sallam, wa barakallahu alaihi wa وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح